Willkommen hier aus dem Home of British Motor Racing. Wir sind heute in unserer F1 23 My Team Karriere mit Audi in Silverstone. Wahrscheinlich einer der geilsten Strecken überhaupt. Und da freue ich mich auch drauf, denn ich glaube, heute könnten wir anknüpfen nach diesen sensationellen Rennen in Spielberg. Einmal ich euch hier gute Chancen aus. 5,8 Kilometer, 18 Kurven und auch 2 DS-Zonen machen das zu einer beträchtlichen Strecke, die auf jeden Fall für Spannung sorgen wird. Doch nicht so, wie ich mir das erwarten werde. Let's go! Ab ins Qualifying hier, unser finaler Run. Und ihr seht, wir haben schon eine Runde absolviert und jetzt geht's in unserem finalen Run. Jetzt auch hier nach diesen ersten 2 Kurven konnten wir ein paar Tausendstel finden. Schon jetzt fast eine ganze Zehntel. Und ich hoffe natürlich, dass wir noch viel mehr finden. Jetzt geht's raus hier auf die erste längere Geraden und da verliere ich wieder ein bisschen was. Beim Rausbeschleunigen geht da fast 2 Zehntel drauf. Aber ich weiß, ich hatte einen Schnitzer in den Aces. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall in den Aces noch ein bisschen Zeit finden. Und auch hier hatten wir anscheinend einen Schnitzer drin, denn es sind fast 3 Zehntel. 2,7, also 270 Tausendstel, das ist schon sehr gut. Cops ein bisschen aufpassen und hier einmal lupfen und da kommen wir dennoch sehr weit neben die Strecke und verlieren wieder wichtige Zehntel hier. Eine wichtige Zehntel und jetzt geht's durch Margot, Barkets und Chapel. Und ja, da gewinnen wir genau diese Exit hier. Da habe ich vorhin ein bisschen was verloren. Da sind wir fast 3 Zehntel und Purple im Mittelsektor. Das legen natürlich alle noch nach. Aber ich mache es gern so, dass ich vorlege. Ich meine, es ist natürlich eine Überraschung. Aber ich will jetzt da auch nicht in den Verkehr reingeraten. Wir gönnen uns auch hier ein bisschen Windschatten. New Stowe hinaus, dank Russell. Und jetzt geht's in den letzten Sektionen. Oh, da kommen wir fett neben die Strecke und verlieren wieder 1-2 Zehntel. Und da sind es ja nur 4 Zehntel. Eine Verbesserung. Des gesamten Kalenders. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Leclerc, Perez, Hamilton, Verstappen, der Wissenschaftler, Albon, Stroll, Magnussen, Gasly, Norris, Hülkenberg, Ocon, Tsunoda, Bottas, Mansell, Doohan, Sargent, Joe, De Vries und Oscar Piastri. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Los geht's hier, der große Preis von Großbritannien. Und ja, anscheinend hier ein paar mit Junior-Strategien. Mit dem weißen Reifen konnten wir mit dem Start easy klappen. Hamilton und auch Verstappen locker durch. Und jetzt kommen halt alle mit den roten Reifen. Sainz, Russell, Leclerc, Perez. Ich glaube am ehesten, dass wir noch Perez überholen können. Dann wird es schwierig. Ich habe auch in Spielberg gesehen, die Ferrari sind auf einer anderen Pace-Level als wir, obwohl ich wirklich auch schon vieles in Pace und Aerodynamik investiert habe. Aber dennoch ist Ferrari da nochmal auf einem anderen Level. Auch Mercedes, glaube ich, könnte... ich glaube auch, dass Russell da vorher nicht ein einfaches Spiel haben wird, denn Leclerc ist wirklich sehr strong. Und ja, wir können hier immerhin mal so aufs Erste können wir Perez folgen. Uns kann aber auch komischerweise Hamilton unfassbar gut folgen. Das, da kommen wir weit neben die Strecke. Das wundert mich auch direkt. Also da müssen wir direkt vor den Erstes decken und sind aus dem DS-Fenster rausgefallen. Uns fehlt es hier Anfang, oder mir persönlich fehlt es hier anscheinend noch ein bisschen an Konstanz. Nigel Mansell heute hoffentlich sein letztes Rennen. Letzte Woche war, oder gestern, halt, ja, in Spielberg würde ich mal sagen, war jetzt nicht gerade seine Glanzleistung und hat mir gezeigt, Gott sei Dank kommen jetzt bald die Vertragsänderungen. Da schießt jetzt schon mal Lewis durch und signalisiert mir schon mal, yo Bro, du hast hier nicht viel zu suchen. Und so ist es dann leider auch. Wir kommen nicht ganz in die Gänge und da drücken alle an. Jetzt gucken wir uns den Start hier mal an und ja, hinten, ganz hinten an Aston Martin, ich glaube, die haben Strafen eingesetzt. Das waren dann hier wir. Wir gehen hier irgendwie zwischen Mercedes und Red Bull durch, zwischen den Rivalen aus 21, die sich hier wirklich in der ersten Runde live gegeben haben. Und da wäre es schon fast zum Überholmanöver gekommen, denn hier sticht recht mal Lewis Hamilton rein und da fliegen wir über den Innenkörper drüber.
sonst wäre es, glaube ich, auch, ja, wären wir nicht mehr auf den fünften Platz. Das ist schon sehr strong. Jetzt sind wir in der dritten Runde und Hamilton macht jetzt weiter, wo er vorhin aufgehört hat. Wir können uns hier gerade noch so vor Verstappen setzen. Ich weiß natürlich, normalerweise ist man klug und fährt das nicht. Aber ich weiß natürlich, dass die sicher nicht auf Geld gehen werden, sondern auf Rot und dass wir dann sowieso keine Chance haben. Den Vorderleuten können wir unfassbar, aber wahr, gar nicht folgen. Ich meine, in einem Rennen wie in Spielberg konnten wir denen easy folgen, weil wir natürlich gefühlt auf jeder Geraden DRS hatten. Hier ist das was ganz anderes. Wir haben hier kein DRS. Wir müssen hier uns verteidigen. Und hier ist auch auf jeder Geraden DRS. Aber ich habe halt leider keinen Vordermann. Denn den haben wir leider schon in den ersten ein, zwei Runden verloren, wo wir theoretisch das DRS hatten. Max wird hier nicht angreifen. Denn der ist jetzt mal am Verstappen vorbei. Ja, und da hält er dennoch rein, wie bei Mick damals. Das ist nicht schön gewesen. Weil ich habe hier wirklich genug Platz gelassen, dass man hier auch gut überholen kann. Wie gesagt, also Verstappen ist jetzt mal an Hamilton vorbei. Da müssen wir aber mal kurz zumachen. Denn ich will jetzt kein 21 Flashback haben. Und da zieht hier Gott sei Dank gelbe Flagge jetzt mal. Und jetzt können wir hier mal durchschnaufen. Denn jetzt kommen so die ersten paar Kurven. Da kann man sowieso kaum überholen. Ich traue Hamilton noch zu, dass er irgendwie in der zweiten Kurve irgendwie reinhält oder so. Aber das glaube ich jetzt nicht. Die ersten waren die fahren alles so knapp zusammen, aber doch mit so einer erstaunlichen Pace und da verbremse ich mich. Ja, die Runde hat fast 6 Kilometer, also es ist eine sehr lange Strecke und deswegen auch nur 18 Runden und da wirst du wirklich viel Reifenverschleiß haben. Wir werden auch ein bisschen früher reingehen, da hat sich eine kleine Gruppe gebildet hinter uns und dahinter nochmal ein paar kleinere Grüppchen. Und da wird es jetzt interessant werden, was die so machen werden und vor allem, wie wir Punkt der Boxenstopp jetzt reinkommen. Ich will jetzt nicht direkt reinkommen. Ah, und Hamilton probiert es wieder, wie damals, aber ich mache da knallhart die Tür zu. Wir bleiben auch in den Track Limits, also da gibt es kaum etwas zu beschweren. Und jetzt ist halt Stroll auch da und genau das ist jetzt hier der Knackpunkt. Hier hatte ich einen kleinen Verbremser. Und da drückt er mir direkt an und gerade hier gibt es ja DRS-Gefühl aus der Kurve schon raus. Also du nimmst den Schwung mit DRS mit und da kann man eigentlich ja nur eins machen. Einmal abdecken und hoffen, dass es bis Stone nicht reichen wird. Außen beide. Mann, was macht denn Hamilton hier? Er drückt sich hier irgendwie an Lance Stroll vorbei und wir gehen hier jetzt mitten rein. Aber ja, es ist natürlich jetzt nicht Platz für drei in dieser Kurve und da bleiben wirklich Hamilton. Okay, ja, ich glaube, das war dieses Rad an Rad. Ob das jetzt eine Kollision war, da muss ich direkt wieder abdecken. Gegen Lance Stroll. Es ist ein Wahnsinn hier. Ich fühle mich, als ob ich in einer, keine Ahnung, Hetzjagd hier wäre. Ich komme einfach nicht vom Fleck weg. Und das ist wirklich einfach nur wow. Hier ist Stroll raus. Das war direkt in der dritten Runde. Konnten wir uns gerade noch so retten. Da fliegen wir auch förmlich über den Körper drüber. Dann hier vor Cops. Da wollte ich ihn abdecken, aber ja, da war er schon da. Und dann hier, ja, machen wir es ganz klug, dass er nicht kontern kann. Und da hätte sich beinahe auch Stroll den Lewis geschnappt. Das wäre natürlich für uns jetzt toll gewesen. Und hier jetzt, dann machen wir wieder den Lokführer. Einen ganz späten Move, der war jetzt grenzwertig, würde ich mal sagen, von mir. Aber, ja, Mann, genau. Ich habe halt absolut nicht damit gerechnet, dass Lewis direkt zurückkommt. Und dann hier, ja, da gibt er mir noch einen Bang mit. Und ich glaube, es war es für diesen Bang. Hier gab es für mich auch die Verwarnung. Ich denke mal aber auch, dass die für ihn gab, denn es war jetzt nicht hundertprozentig fair, was Lewis hier gemacht hat. Ich meine, der hat da wirklich schon ordentlich einen Stow draufgehalten. Hier waren wir dann so ein bisschen die lachenden Dritten, denn ja, die beiden haben sich gestritten und wir konnten dadurch diese Lücke, die sich da ergeben hat, die manche wahrscheinlich nicht ganz als Lücke sehen würden, konnten wir da ausnutzen. Jetzt sind wir hier mittendrin, links zieht Strolli vorbei und wieder Lewis. Und jo, da geht's wieder in Stow ganz, ganz nah mit Lewis, aber Stroll ist leider vorbei. Dann kann ich mir aber eher vorstellen, ihn zu überholen, als Lewis zu überholen, denn er ist halt wirklich auch von der Leistung her, sehe ich uns fast ebenbürtig. Wir haben ja auch in der letzten Season viele Fights mit dem McLaren, also glaube ich, dass wir da echt gute Chancen haben können. Jetzt im Windschatten hier. Aus der ersten Kurve, da geht ja alles full bis Turn 3 hier und gut positionieren vor. Ich weiß nicht, ob das die Hamilton oder die Wellington Straight ist.
Die eine ist die und die andere ist dann nach den Aces. Aber ich glaube beinahe, dass das die Hamilton Straight ist. Und jetzt hier im Windschatten, da wird es aber noch nicht ganz reichen. Ja, das wird nicht reichen. Da hätte ich wirklich noch ein schlimmeres Manöver wie vorhin gegen Lewis und gegen ihn da machen müssen. Jetzt hier außen nehme ich ein bisschen mehr Schwung mit und da sticht Lewis direkt innen wieder rein. Der ist so übermotiviert, der Mann, also wirklich. Und jetzt wird es halt für mich interessant werden, wann kommen wir rein, wann ist es am besten, um so ein bisschen Luft nach hinten zu bekommen. Kommen wir wieder so weit neben die Strecke und verlieren wieder ein paar Tordrosteln, die so wichtig wären. Nur die Reifen, die machen es halt wirklich nicht mehr einem so einfach. Ich meine, mit roten Reifen in Silverstone in der 7. Runde, ich glaube, ich muss euch nichts erzählen. Das ist wirklich hardcore. Wir bekommen das erste Mal das Privileg auf dieser Geraden, wo wir eigentlich gefühlt jede Runde überholt worden sind. Und das ist wirklich unfassbar OP. Hier kann man rausstechen und vor Stowe ordnen wir uns wieder hier vor Stroll ein. Das ist nach Stowe natürlich. Das ist okay. Hier bleiben wir endlich mal vorne. Und ich würde auch sagen, unser Stop wird nahen. Also der naht sich auf jeden Fall, denn es wird nicht mehr lange dauern. Jetzt greift wieder Lewis an. Ich konnte ihn gerade noch so hinten halten. Aber jetzt gehen wir in die Box rein. Wir werden jetzt stoppen und gehen auf den Medium-Reifen. Ich weiß, es ist ein früher Stop, aber wenn ich mir denke, dass die Weißen nur zwei Runden länger halten müssen als die Roten, und die Roten sind ja wirklich mit Abstand die einfach oder die leichtesten, die Reifen mit dem wenigsten Gummi drauf und ja, dort kann die weichste Reifenmischung, so das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und jetzt kommt der Lewis rein. Hamilton ist tatsächlich mit den weißen Reifen genauso lange gefahren wie wir mit dem roten Reifen. Das ist schon sehr interessant. Das muss mir Mercedes mal erklären, ob das wirklich, also wie ist das mit euch, wie ist bei euch der Reifenverschleiß? Das ist so random. Jetzt hier in der 9. von 18 Runden, wir teilen und wir haben, sie ist gute 5 Sekunden Vorsprung zu Kevin Magnussen, der vor Lewis herumfährt. Und jetzt sind auch der Rest der Leute in der Box drin. Wir sind ja nur auf dem 15. Platz, weil wir natürlich eben eine Runde früher gepittet haben. Ein McLaren führt gerade das Rennen an, das müsste dann Lando Norris sein. Und ich glaube, dass wir wieder vor dieser Kampfgruppe oder hinter dieser Kampfgruppe rauskommen. Es ist nicht Lando Norris, es ist Lance Stroll, der da bis jetzt draußen geblieben ist. Wir sind 7. Platz und ich glaube auch, dass die zwei da vorne, der Aston Martin und der McLaren, noch nicht gepittet haben. Sprich, wir werden dann wieder auf dem 5. Platz sein und haben zu Pierre Gasly knappe 4,5 Sekunden Vorsprung. Das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. 15. Runde, meine Lieben. Und immer noch knappe 4 Sekunden. Gasly knappert zwar ein bisschen pro Runde ab. Immer so 2-3 Zehntel. Das ist mir aber ehrlich gesagt egal, denn wir können das auf jeden Fall hier auf diesem 5. Platz schaffen. Und der zweite Stint ist sehr entspannt, weswegen ich euch kaum irgendwas auch hier gezeigt habe. Denn wir haben hier wirklich kaum was zu tun. Wir konnten managen, die vor uns fahren, ja in einem anderen Universum. Das ist wirklich unfassbar, was die da vorne abziehen. Gerade so Sainz, Perez, auch der Mercedes, ich glaube das ist Russell und Leclerc. Die fahren dann nochmal, glaube ich, 4-5 Sekunden vor denen. Und auch Sainz und Perez hier, die sind so schnell, die sind safe pro Runde. 1-2 Sekunden nehmen wir die da ab, also mindestens eine Sekunde. Und das ist dann wirklich schon sehr mächtig. Es ist mir aber ehrlich gesagt egal, denn wir nehmen hier wirklich einen sensationellen, wann es dann reichen wird, 5. Platz mit. Und da geht Lewis. Oh mein Gott! Lewis hat sich hier total verschätzt. Und 18. Runde, ja, da war eh nichts mehr dabei. Denn jetzt sind wir erst in der 18. Runde. Und ja, es hat zwar Norris geschafft, jetzt näher hier dran zu kommen, denn natürlich gehen jetzt die gelben Reifen schon seit 1-2 Runden in die Knie. Und da kann auch Norris jetzt ein bisschen von seinen weißen Reifen profitieren. Also meine gelben gehen in die Knie, seine weißen natürlich jetzt im perfekten Fenster. Würde ich auch nicht mehr sagen, aber ja, natürlich wesentlich besser wie meine. Dennoch bin ich sehr, ich glaube entspannt. Ich meine, wenn wir das in die Nesses im Sekundenfenster, also da den aus dem Sekundenfenster raushalten können, werden wir das locker schaffen, auch wenn er da jetzt wahrscheinlich under the pressure richtig viel macht. Es reicht wegen einer Tausendstel, dass er kein DRS bekommt. Und wir können das, ich glaube, er hat DRS bekommen, denn er holt jetzt einen Riesenschritt nicht auf. Trotzdem, vor Stowe sind es nur knappe 7 Zehntel. Hier gehen wir ein bisschen vom Gas runter, um keine Verwarnung zu bekommen.
Russell gewinnt das Rennen, wir gehen in die letzte Kurve hier, gewinnt sein Heim-Grand Prix und wir werden hier sensationell, das war dann doch nochmal zum Schluss sehr knapp, wir werden hier sensationell 5. Platz nehmen, die 10 Punkte mit, gucken wir uns die Siegerehrung an. Ein Brite gewinnt Großbritannien, das ist nichts mehr Neues, finde ich mal, aber ich freue mich extrem. Schon sagen, das war eine erstaunliche Leistung, hier dem Druck standzuhalten und diesen klar verdienten Sieg beim großen Preis von Großbritannien zu holen. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Hier haben wir nun den Endstand, Nigel nicht in den Top 14, das ist leider auch nichts Neues. Schnellste Rennrunde waren wir, ja, das war unfassbar, 18. Also das ist wirklich Nigel, nur 18. Großbritannien sollte eigentlich ein bisschen besser können. Ranglistmäßig hüpfen wir ein bisschen nach oben, wir sind jetzt 5. Nein, das ist ja nicht mal die Rangliste, ich Idiot. Das ist nicht die Rangliste, das sind Vorfälle, das sind Reifenwechsel, das juckt mich auch nicht. Das war natürlich die ein oder andere Berührung, die ein oder andere Abkürzung. Und wir sind in der Weltmeisterschaft hier auf den 7. Platz, 91 Punkte. Und theoretisch ist auch noch Lewis Hamilton drin. Den können wir noch einholen. Ja, nach vorne hin wird es dann schwierig. Da werden es immer mehr Punkte, auch in der Konstrukteurs-WM sehr gut. Warum nehme ich mir das unterste Ziel? Ich bekomme zwar pro Woche nichts, aber wir bekommen am Ende der Season 12 Millionen extra. Und das war mir ehrlich gesagt ja Grund genug, um das anzunehmen. Vielleicht gewinnen wir in dieser Season noch ein Rennen, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber dennoch. Es stehen Verhandlungen an und wir werden uns auf jeden Fall einen neuen Fahrer nehmen. Ob's wie der Nigel werden wird, weiß ich nicht. Hier hätten wir natürlich einige Bänge. Ayrton Senna wäre so cool. Ich hätte ihn echt extrem gern, nur ich glaube, wir werden ihn mal kontaktieren und werden aber auch kein zu großes Risiko eingehen. Wir gehen mittleres Risiko. Ich will jetzt auch kein niedriges Risiko, denn ich will ihm nicht die Füße küssen. Und dann lehnt er tatsächlich ab. Ayrton Senna, der vertragslos ist, lehnt bei uns ab. Das ist eine interessante Sache. Zwischen Russell und Leclerc habe ich auch ein bisschen überlegt, aber die Preise sind halt wirklich horrend und ich habe nur 16 Millionen. Und ich will jetzt nicht utopische Summen für einen Fahrer ausgeben, der jetzt, ja, auch nur irgendwie auf den 15. Platz herumgurkt, weil das Auto noch nicht ganz so viel kann. Und dann kam mir Michael in den Sinn. Und ich habe zwar noch ein bisschen herumüberlegt, auch Lando, Sainz eventuell, wieder zu Nigel zurück, aber immer kam mir so ein bisschen im Gedanken, Michael Schumacher, der wäre so geil in unserem Team. Und selbst wenn er da nur ein, zweimal Punkte holen würde, das wäre schon sehr geil, oder? Wir werden es, glaube ich, wagen. Oder Verstappen? Aber da weiß ich auch, dass meine Grundvoraussetzungen noch nicht ganz, also man braucht der Typ 2 für die ganz großen Fahrer und die habe ich. Wir kontaktieren jetzt Michael, gehen auf mittleres Risiko und beten mal, Leute. Und es reicht tatsächlich, Leute. Michael Schumacher hat bei Audi Sport unterschrieben. Das wäre mal eine Story, oder? Das wäre mal eine Story. Ein deutsches Team mit dem deutschen Rekordweltmeister. Das ist wirklich mega. Hier suchen wir uns dann natürlich noch einen neuen Sponsor aus. Ich habe auch alles so akribisch durchgeguckt. Aber ehrlich gesagt ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Aber wir kommen jetzt mal hier zum Ende des Videos. Ich freue mich extrem. Wir werden mit Michael Schumacher ab morgen bereits in, oder halt ab dem nächsten Rennen, vermutlich dann erst übermorgen, in Le Castellet in Paul Ricard fahren. Ich freue mich. Premiere in Le Castellet, Premiere mit Michael Schumacher.
Und wow, ich mal mir da wirklich das erste Mal tolle Chancen aus. Denn ich weiß auch, wir hatten in der Audi-Karriere in Formel 1 22 Ayrton Senna und der war von jetzt auf gleich, bup, hat der da richtig gepunktet. Für heute war es das mal, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank für euren kranken Support. Wir sind wieder mehr geworden, fast täglich neue Abonnenten. Und das ist wirklich sehr, sehr sensationell. Ich danke euch so, so vom Herzen. Und abonniert doch heute gern, falls ihr es noch nicht habt, kostenlos den Channel. Und falls euch meine Videos gefallen haben, würde ich mich auch gerne über ein Däumchen rum freuen. Und schaut auch gerne auf Social Media vorbei, IT-Gaming auf Insta. Aber was mir viel wichtiger ist, auf EZ-Tobi auf TikTok. Falls ihr nicht von dort kommt, könnt ihr da auch gerne reinfolgen. Viele, viele vom Lance Facts, News, Quizzes, Funny Moments und auch Reactions. Also alles rund um die Königsklasse des Motorsports. Also folgt auch gerne rein. Für heute war es das aber mal. Und wir haben uns für einen Sponsor entschieden, den wir oder wo wir das auch leisten können. Das, was uns da oder was von uns verlangt wird. Und für heute war es das mal. Danke, danke, danke fürs Zugucken. Wir werden auch heute mal in Aerodynamik investieren. Da sind wir im guten Mittelfeld. Und bis morgen oder später auf TikTok auf jeden Fall. Macht die 13K voll. Bis dahin und ciao. Le Castellet mit Michael. Ciao.